Und probieren nochmal die Taste aus. Die Wursttaste. Oh. Okay. Ein Gast kommt rein. Fühl dich wie zu Hause. Nimm mir einen Keks. Der schon wieder. Einen Keks brauche ich jetzt nicht. Gehen wir mal zum Computer, würde ich sagen. Als allererstes immer, ne? Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, bist du schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G. Da fängst doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ron, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Das glaube ich auch. So, gut, dann geht das nicht. Dann geht das damit? Das ist zwar kolossaler Unsinn, aber gut zu wissen, dass ich für den Fall der Fälle immer noch das Stroh im Hinterkopf habe. Ja, das hast du so oder so im Hinterkopf. So viele Strohhalme und doch so wenig zu trinken. Oh, das geht. Was wird das? Voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunftsorigami. Ich glaube auch. Ach, ein Aluhut ist das. Alles klar. Okay. Hier? So bringt das nichts. Es ist wie mit Schildkröten. Wenn man will, dass sie mit den Beinchen rudern, muss man erstmal das Gehäuse aufkriegen. Okay, dann nimm nicht so. Schalter. Dann das hier. Wo ist eigentlich dein Kopf? Wenn du damit das Gehäuse für Prozessor und Festplatte meinst, das steht da unten an der Seite. Wieso? Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Wieso denn nicht? Wenn man will, dass sie mit den Beinchen rudern, muss man erstmal das Gehäuse aufkriegen. Weg damit. Technisches Zeugs. Aua! Was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh! Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktion auslotest. Ja, finde ich auch. So, den Aluhut. Was? Was tust du denn da? Ich kitzle dich ein bisschen. Dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Ach, alles in Ordnung. Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Fusch! Alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Genspot-Steuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer's braucht? Ja, das braucht man nicht. Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep! Siehst du? Halb so wild! Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Ja, Ratzefatze! Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja, warte kurz. Piep! So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Na geil. Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Sehr schön. Okay für dich, oder? Na klar. Ob du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Party! Woohoo! Na dann los. Würde ich sagen, gehe ich mal wieder zum Fahrstuhl.
Auf zum Ältestenrat. Oh, da brennt sich ja die Birne richtig weg. Ah, du schon wieder. Was gibt's? So. Ich habe 10.000 Spaßpunkte. Wow, Glückwunsch. Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange. Sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Na toll. Dann gibt es auch frischen Zupfkuchen. Oh, Zupfkuchen. Oh, Zupfkuchen will ich auch haben. Danke für nichts. Keine ja. Ursache. Das ist mein Job. Das glaube ich auch. Plastikbälle Drink. Kann man Plastik nicht aufschmelzen hier unter der Lampe? Hey, das geht. In der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Ich denke mal, es sind eher die Plastikdämpfe. Schauen wir einfach mal. So, Chill-Out-Zone. Alles klar. Dann gucken wir mal, was hier für Probleme sind. Wolpertinger-Generator? Was gibt's denn hier so Schönes? Okay, da ist noch nichts zu machen. Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen! Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe! Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Na super. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Na toll. Was machen wir da jetzt? Alle Streicheltiere einpacken hier, oder? Der freut sich ein Cola-Keks. Aber schön, dass man die Tiere jetzt streicheln kann, außer den hier anscheinend. Okay. Dann gehen wir mal hier hin, zur Cocktailbar. Oh, was ist denn hier los? Hier ist er so leer auf einmal. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Na dann. Dann gibt man die Riesenmale her. Chefsache. So. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Wer ist das hier? Keine Ahnung. Hier ist auch noch ein Drink. Oh, den können wir noch mitnehmen. Jetzt haben wir einen Drink mit einem Fisch oder was? Na geil. Gehen wir erstmal zum Streichel zurück und hier. In den Spa-Bereich. Der hat ein bisschen Pelz hier auf dem Rücken, wa? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage? Tut das wirklich Not? Ja. Aber keine Bange, von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Ja, was soll das jetzt heißen hier, Streichholzmännchen? Guck mal hier. Stopp! Was hast du vor? Ich will dir eine Schulterglatze verpassen. Wir Experten nennen das Rückenrode. Tja, die Idee hat was. Aber erst muss meine Massage beendet werden. Nein, die brauchst du nicht.
Hier ein Drink. Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Ja. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Auf jeden Fall ein Entschlackungsprozess. Alles klar. Was können wir hier noch machen? Ach, hier ist die Cocktailbar. Alles klar. Gehen wir mal zum Mixer. Gott, Agathe. Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Hein. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Ja, sehe ich aber auch so. So, Glas nehmen. Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. Ach so, Entschuldigung. Das da. Bringt ja nicht viel. Habe ich nicht noch. Kann ich nicht noch irgendwas nehmen? Nein, stopp, Tackleberry. Ja, Tackleberry kommt nicht in den Mixer. Glas. Okay. Da rein? Nee. Ich hab da noch was im Inventar eigentlich, was ich benutzen kann, bestimmt, oder? Ja, will ich zurücksetzen. Wiesenmale. Geht das? Hey. Och nee, die Riesenmal, guck die Augen, ach nee, oder? Knopf drücken. Nein! Na lecker. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Madenmett. Lecker Madenmett. Das kann man immer gut trinken. Essen. Entschuldigung. Mahnmett ist ja Essen. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Kunststück. Bislang waren ja auch nur die 4CL-Drinks betroffen. Solange du mir keinen 4CL-Drink ohne Fisch zeigst, muss ich davon ausgehen, dass das Problem weiterhin besteht. Ja, toll. Gut, dann gehen wir nochmal zum Mixer. Zack. Und zack. Oh Gott, ich nehme das weg. Ja. So. 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 Nein, Tackleberry. Ja, Tackleberry. Finn darf nicht rein, ich weiß. Wie machen wir das jetzt? Ich brauche noch ein drittes Glas, kann das sein? Passt nicht mehr rein. Nein, Tackleberry. So. Bin dann fertig jetzt, oder? Der braucht noch ein bisschen mehr. Nein. Ja, wie jetzt? So, ja, kein. Wir haben doch jetzt das Glas hier. Nein, Tackleberry. So, jetzt haben wir hier drin, okay. Nein, Tackleberry. Hey. Ich wusste doch, dass er mir ein Bartender verloren gegangen ist. Sehr gut. Das Problem ist gelöst. Hier ist ein 4CL-Drink. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink.
Tatsache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Vor allen Dingen hast du dich drum gekümmert. Ist klar.